Ali, hallo. Und jetzt geht's weiter mit einer, ich weiß gar nicht, welche Folge wir jetzt haben, auf jeden Fall einer weiteren Folge von Outlast. Letztes Mal habe ich mich ja super erschrocken. Eigentlich habe ich mich nicht so sehr erschrocken, weil ich den Anfang kannte und dann in der Mitte ging's so. Dann habe ich halt, ich habe aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch versucht, die ganze Zeit irgendwie so zu denken, dass ich mich nicht darauf einlasse, damit ich mich nicht so krass erschrecke. Ja, und im Endeffekt hat das irgendwie gewirkt. Na, man muss halt ein bisschen pragmatisch bei so einem Spiel denken und nicht emotional. Und da passt das eigentlich. Wenn man sich natürlich, ne, so wie einige YouTuber da 100% drauf einlässt, dann wird es schon eklig. Ja, wo war man stehen geblieben? Wir sind diesem Typen. Oh, ja, das war ein Scheiß, ey. Wir haben uns ja die ganze Zeit vor diesem einen Doktor da versteckt. Und dann ist er uns ja bis zum Elevator gefolgt. Und als wir dann runter, also als wir den Schlüssel gefunden hatten, haben wir den gekillt, weil der uns noch schnappen wollte, als der Elevator schon nach unten gefahren ist. So. Okay, dann gehen wir mal hier ins wunderschöne Spiel. Ich hoffe, es wird jetzt gleich mal gecaptured. Gibt es noch mal ganz kleinen Lag wahrscheinlich. Na okay, es kommt noch ein Lag. Der ist ein bisschen größer, aber mein Gesicht sieht man ja. Alles cool. So, ich hoffe heute mal ohne Performance-Probleme. In der letzten Aufnahme, das erste Stück, das hat mich ziemlich genervt. Es ist ja recht ruckelig. Naja, das ist übrigens mein Mutmacher. So. Wirklich, sind wir bald da draußen, ey. Da geht's bestimmt draußen noch weiter. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt echt so weit spiele. So, wie gesagt, wir sind jetzt im nächsten Stockwerk. Alter, das ist irgendwie alles ein bisschen dunkler. Ohne Momento, ich muss meinen Monitor immer drehen, wenn ich meine Lampe dunkler machen möchte. So, ich mich noch mal ein bisschen hier hab. Ups, alles klar. Okay. So. Dann geht's mal weiter. Ihr seht hoffentlich alles gut. FPS werden mir extrem cool angezeigt. 50. Läuft also. Wir gucken trotzdem mal hier rein. Vielleicht sehen wir ja irgendwas. Natürlich nicht. Alter, okay. Ich bin ein bisschen mehr excited gerade. Ich werde mich bestimmt dann übergeben. Ich habe nämlich übelst gegessen. Ich weiß, wir wollen eigentlich nach unten, aber es ist immer besser. Erstmal das Unwahrscheinlichere, wo man hingeht, zu checken. Eventuell ist da ja ein Fluchtweg oder sowas. Sollten Performance-Einbrüche sein, bitte sofort sagen. Was habe ich gesehen? Ich verstehe das gerade nicht. Ach so, ja, doch. Gucken wir mal mit Journal, was wir so. Wir haben ja eigentlich eine ganze Weile nichts mehr gelesen, oder? Also jetzt mal davon abgesehen, habe ich von meinen Notizen leider gar nichts mehr gelesen. Die lesen wir jetzt mal noch alle. Der Priester, Vater Martin, hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei ein Zeuge für ein. Was? Für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden, steht im Blut an der Wand geschrieben. Mit Blut, sorry. Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort.
Sterben gehört hier zu den wenigen schrecklichen Dingen. Wohl wahr. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt. Das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine psychische Präsenz wäre, ein Geist oder ein Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Maybe. Schritt 1. Drücken. Ich bin irgendwie ein bisschen asynchron. Test. Bap. Wo ist die Asynchronität? Okay, ich mach das hier mal weg. Und du sagst mir mal, ob ich jetzt immer noch asynchron bin. Asynchron, asynchron, ich bin nicht mehr asynchron, ich möchte nicht asynchron sein. Okay, ich gehe jetzt einfach mal herunter. Okay. Das heißt doch ja nichts Gutes, oder? Battery? Is there a battery? Give it to me, baby. Noch eine vielleicht. Ein klein wenig. Okay, dann stürzt. Also mich stürzt nicht. Ich hoffe, dich stürzt auch nicht. Ich denke, ich mache jetzt hier keinen großen Aufriss für einen kleinen Delay. Oh, ich wollte eigentlich. So, ich kann gar nicht speichern. Ne? Wenn ich jetzt hier reingehe, wo passiert was? Das ist eine Kippe. Boah, wow. Viel zu großer Raum. Das ist ein viel zu großer Raum. Das kann nicht normal sein hier. Thank God you survived. Gott sei Dank, sie leben. Aus Stücke. Treffen Sie mich da draußen. Sind Sie nicht dran? Ah, ich dachte, er wäre unsichtbar. Das gehört. Alter, okay, ich bin super schreckhaft heute. Ich habe jetzt wirklich gedacht, da unten dieser Knaufschatten wäre ein Fuß. Puh, na gut. Oh, dieses Trampeln macht den fertig. Läuft immer noch jemand. Immer. Dann lesen wir mal das hier. Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920, David Annapurna, und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank. Rick Traeger, Merc of R&D. Okay. Thank you.
Also, wir sehen ja schon hier, ist irgendwas zum Verstecken. Also können wir davon ausgehen, dass uns jetzt gleich jemand ziemlich hart in den Popo treten möchte. Das kann ja nur noch der Christ sein. Ich habe ja jetzt so eine... Ich habe ja abgehackte Hände. Ich gehe mal... Trotzdem hier hinter. Zwecks Batterie. Okay, ich habe verstanden. Zumindest hat er diese Türe hier mal leise geöffnet. So much from us, used us, turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get up. If you want to live, you can get out from the kitchen. Oh. Ja, ist okay. Ja. Für mich ist das ja der Weg. Da liegt auch Blut. Ach so. Oh, Alter. Wow. Ich würde sagen, wir gehen erstmal dahin. Gut, gut, dass ich es gemacht habe. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Merkauf-Erfolgsberater zu erhalten. Okay, das ist aber nicht die Küche.
eher aus wie ein Empfang. Aber wo ist die Tür? Komisch. Okay. Speichert. Mal kurz geradeaus. Vielleicht sehen wir schon hier unser Unheil. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass hier drin noch so eine Dingens ist. Was ist das? Das ist schlecht. Kommt der oder geht der? Wo waren diese Dinger? Die, genau, die habe ich gesucht. Was ist das für ein Typ? Ist das immer noch dieser Fleischbatzen, ha? Der kann auch nicht genug von uns haben.
besten dahinter halt in die Ecke. Und wenn er dann hier um die Ecke läuft, können wir schön gemütlich da lang laufen. Mist, hier waren wir schon mal, oder? Mein Herz hat doch jetzt irgendwie ein bisschen mehr geschlagen. Mach mal ganz kurz Pause. Ich will mal mein Interface noch ein wenig höher stellen. Alles klar. Okay, der Sound war auch ziemlich leise. Deswegen habe ich es nicht gehört. Ich habe echt wenig gerade. So ist okay. Ich würde das gleich mal beim ersten Mal schaffen, das wäre schon geil. Vor allen Dingen dachte ich, wenn ich lauter mache, höre ich einfach mehr, aber es sind einfach noch mehr Störgeräusche. Okay. Der macht jetzt bestimmt irgendwas her. Der rastet bestimmt jetzt aus. No complaining now. We have to wash every little part. Prinzipiell müsste ich jetzt warten. Ach, es wird bestimmt jetzt irgendwas passieren. Ich kann das bestimmt jetzt gar nicht beeinflussen. Ich bin den jetzt eigentlich nur in die Hände gerannt, weil ich es nicht abwarten konnte. Ich hasse das mit den Ventilen. Was stand dort jetzt? Ach, Ziel. Finde draußen Vater Martin.
dich jetzt eigentlich wieder zurück? Ich hab halt jetzt einfach nichts mehr gesehen. Achso, okay. Von da waren wir irgendwie gekommen, ne? Also da rechts gehen wir nicht mehr lang. Jetzt müssen wir hier irgendwie lang, nicht? Okay, das hat in komischen Farben geleuchtet. Alter, fick dein Leben! Alter, fick dich! Wie war's mit? Ich erschreck mich nicht mehr so richtig. Ich glaube, das ist schlimmer als die Ventile, wenn ich mich so hart erschrecke. Was haben wir denn letztens gespielt? Das war so ein neu. Oh, ich komme aber nicht drauf. Was war denn das für ein Spiel? Was? You like? Was? You. Our. You alive? Are you? Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an. Mein Paul. Oder mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen. Und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen. Und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. How alive are you? Achso, wie? Okay. Ich hab's halt echt nicht richtig lesen können. Analphabet. Wie sehr bist du am Leben? Kaum dunkel. Also, siehst du was? Ohne Kamera sind wir hier risch am Popo. Deswegen machen wir mal. Alter, Gänsehaut.
richtig Gänsehaut-Feeling. Oh Gott, ey, ich hab... Ohne Mist, warum habe ich jetzt Gänsehaut? Die ganze Zeit, ne. Aber jetzt... Ich will wissen, was das hier ist. Okay. So radio, radio. And no sunshine. Ich bin schwer raus.